Vielen Dank, Herr Präsident, werte Abgeordnete, Hohes Haus. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand behalten. Zitat Walter Ulbricht, 1946 bis 1950 Landtagsabgeordneter der Provinz Sachsen-Anhalt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, an dieses Zitat musste ich sofort denken, als wir erfuhren, dass ein staatsfinanzierter Haufen wissensresistenter Provinzjournalisten ein Privattreffen von Unternehmern, CDU-Politikern und AfD-Kollegen verwanzt und mit Kameras gespickt bespitzelt hat. Mir war auch nach der ersten Berichterstattung sofort klar, dass hier die sozialistischen Einheitsparteien, also die ganzen kleinen Walter Ulbrichts, unverzüglich mit der Systempresse eine Anti-AfD-Kampagne zünden werden im Superwahlkampfjahr. Wie inhaltslos diese Kampagne dann allerdings wurde, hätte ich nie vermutet. Diese Kampagne wird der größte Rohrkrepierer, den die Medienlandschaft seit Relotius in den letzten Jahrzehnten jemals gesehen hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz jedenfalls konnte keine verfassungswidrigen Aussagen feststellen. Ist ja auch mal eine Aussage. Und ich weiß ja nicht, wer von Ihren Parteien sich eigentlich noch alles vom Volk ausbuhen und auspfeifen lassen will, bis Sie endlich begreifen, dass Sie es sind, die eben genau nicht die demokratischen Parteien und Fraktionen sind, die Sie immer vorgeben zu sein. Sie sind es, die Parteien, die Ihnen gefährlich wären, einfach verbieten lassen wollen. Sie sind es, die die echte Opposition hier im Land einfach durch den Verfassungsschutz verwanzen, zersetzen und unterwandern will. Sie sind es, die dem Oppositionsführer Björn Höcke einfach die Grundrechte entziehen wollen, damit er eben nicht Ministerpräsident werden kann, aber jedem Terroristen, Mörder, Kinderschänder und Vergewaltiger die Grundrechte lassen. Und dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Es sind die Umfragewerte der AfD in Sachsen 35, in Thüringen 36, Sachsen-Anhalt 33, MacPom 32, in Brandenburg 32%, selbst in Niedersachsen 23% und zwischen 22% und 23% konstant im Bund. Das macht Ihnen Angst, weil Sie wissen, für jeden AfD-Abgeordneten zieht ein Altparteienabgeordneter aus den Parlamenten aus. Und wissen Sie womit? Mit vielen großen Umzugskartons und vor allem mit Recht. Und darauf freuen sich unsere Bürger. Die können es kaum erwarten, dass sie ihre Büros räumen und keinen Schaden für Deutschland mehr anrichten können. Das ist die demokratische Selbstreinigung von Filz, Mauschelei, Rechtsbeugung und diktatorischem Selbsterhalt, den die Bürger lieber heute als morgen haben wollen. Mal ganz vorneweg, es gab weder einen Masterplan mit Deportationen noch Vertreibung, noch gab es ein Geheimtreffen. Es wäre ja auch das erste Geheimtreffen gewesen, zu dem privat schriftlich eingeladen worden wäre und bei dem im Vorfeld der Ort verwanzt und mit Kameras gespickt abgehört werden kann. Ein geheimer Ort also, bei dem vergessen wurde, die Vorhänge zu schließen, damit man alle im Raum erkennen kann, was für ein Laienschauspiel von Korrektiv. Aber sei es drum, Korrektivgründer David Straven ist ebenfalls Gründer des Portals Ruhrbarone, das dem antideutschen Linken zugerechnet wird. Schaben fiel übrigens mit einem Tweet zur Bombardierung Dresdens auf, bei dem er ein Diagramm mit der Tageshöchsttemperatur der Bombardierung Dresdens erstellte und die Tageshöchsttemperatur mit 900 Grad markierte. Über den Tweet schrieb er eine interessante Statistik. Nur damit wir mal gleich wissen, mit welch Schmutzfinken man es bei dem Korrektivlakaien hier zu tun hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Korrektiv ist kein unabhängiges Medienhaus und die Mitarbeiter sind auch keine Journalisten. Korrektiv ist eine linke Organisation zur Bekämpfung politischer Gegner, gefördert von linken Politikern und grün-linken Milliardären sowie unserer Regierung und besetzt von linksextremen Aktivisten. Einer davon ist Jean Peters, ein Gewalttäter, der 2016 bereits Beatrix von Storch in Kassel angegriffen hat, weswegen diese Frau bis heute unter Polizeischutz steht. Er war übrigens auch in der FPÖ bei dem Ibiza-Skandal verwickelt. Und wer finanziert denn eigentlich diese linksextremen Leute? Da ist zuerst einmal die Bross-Stiftung mit Bodo Hombach, dem früheren SPD-Wahlkampfmanager an der Spitze, Zuwendung an Korrektiv 3,5 Millionen Euro. Gelder aus dem SPD-Finanzsumpf. Das Geld stammt übrigens aus dem Erbe der Milliardärin Anneliese Brost, Gesellschafterin der Watz-Gruppe, die ebenfalls der SPD nahesteht. Weitere Spender, die Mercator-Stiftung mit 640.000 Euro, die neben Korrektiv auch den Greichen-Clan der Grünen, der Agora Energiewende unterstützt.
Weiterhin die Bundesregierung mit 2,3 Millionen Euro, finanziert über Claudia Roth, 600.000 Euro für diese Journalisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und auf diesen Verleumdungszug von Korrektiv springt natürlich auch dankend unsere Systempresse auf. Neben ARD, die ihren eigenen Mitarbeiter auf Demos interviewt, damit das herauskommt, was sie wünscht ist. Natürlich auch das ZDF, abgekürzt für Zensur, Diffamierung und Fakes. Und nicht zu vergessen natürlich auch der MDR, dessen für die AfD zuständiger Mitarbeiter in der Freizeit gerne mal Fuck-AfD-T-Shirts trägt. Das Zentralorgan der sozialistischen Einheitsparteien dieses Landes, MZ und Volksstimme, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, heißt das Motto gegen die AfD. Zumindest bei der CDU hätte ich vermutet, dass sie dem medienpolitischen instrumentalisierten Herrentrieb widersteht. Aber was will man von Merkels Rockzipfelpartei erwarten? Gar nichts, wie eigentlich immer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Rückgratlos und schmierig wie ein Zitterei folgt die CDU der quellenungeprüften Korrektivhetze und bläst in dieselbe Trillerpfeife der linksextremen Medienhetzer und Demokratieabschaffer. Eigentlich erbärmlich für eine einzige Volkspartei, aber bei diesem Personal absolut erwartbar. Und nach einer Stunde Ältestenratsverhör meines Kollegen Siegmunds bleibt was übrig? Genau gar nichts, außer Kontaktschuld. Und die Frage, die ich mir dabei allerdings stelle, ist, warum will man bei nur 4 Vertretern der AfD und 5 anwesenden CDUlern eigentlich die AfD verbieten und nicht die CDU? Und warum war das ein AfD-Treffen und kein CDU-Treffen? Und was macht eigentlich der beste Freund von CDU-Mitglied Alexander von Bismarck, Sven Schulze, seines Zeichens CDU-Vorsitzender und Wirtschaftsminister? Distanziert er sich jetzt von seinem guten Freund und Teilnehmerfreund? Ja oder nein? Aha, sehe nein. Naja, da muss ich auch sagen, dann trifft eben die Kontaktschuld nur bei der AfD zu und bei der CDU eben nicht. Und sind denn jetzt die 5 CDUler allesamt zurückgetreten? Die anderen Treffen, die an dem Treffen teilgenommen haben, wo bleibt die Distanzierung der CDU Sachsen-Anhalt zu diesen 5 Kollegen? Und gibt es jetzt Parteiausschussverfahren, ja oder nein? Oder reicht da einfach eine Entschuldigung aus? So wie es beim Linksextremisten Sebastian Striegel, der sich den Volkstod der Deutschen durch Zuwanderung gewählt hat, und der CDU dann trotzdem diesen Menschen in die parlamentarische Kontrollkommission, die wiederum den Verfassungsschutz überprüft. Da reicht eine Entschuldigung. Und bei unserem Kollegen wird auf Hörensagen hier ein Abwahlantrag gestellt. Schämen müssten Sie sich von der CDU. Schämen müssten Sie sich. Sie machen sich wirklich lächerlich, muss ich wirklich sagen. Und wenn man jetzt mal die Aussagen hört, wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein. Aussage zu Wirtschaftsmigranten von Peter Ramsauer, CSU, 23. Juli letzten Jahres. Straftäter mit doppelter Staatsbürgerschaft muss die doppelte Staatsbürgerschaft aberkannt werden. Aussage Joachim Herrmann, Innenminister Bayern. Bundeskanzler Olaf Scholz, wurde schon gesagt, von der SPD, verwendete in der englischen Ausgabe des Spiegels 7-mal in einem Artikel das Wort deportieren. Deportieren, Olaf Scholz, deportieren, Frau Pehle, deportieren, Olaf Scholz, Ihr Kanzler. Innenministerin Faeser, SPD, wollte Familienmitglieder von Clanfamilien abschieben lassen, auch wenn sie nicht straffällig geworden sind, nur weil sie mit Straftätern verwandt sind. Das ist faktisch Sippenhaftabschiebung. Sippenhaftabschiebung ist das. Das gibt's ja nicht mehr, das fordern ja nicht mehr wir. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Da kommen wir zu Jens Spahn von der CDU. Er will Flüchtlinge nach Ruanda abtransportieren. Frankfurter Rundschau, Dezember 23. Er will Flüchtlinge mit physischer Gewalt stoppen und sieht Gewalt als probates Mittel. Redaktionsnetzwerk Deutschland, Oktober 2023. Ich frage jetzt, worüber diskutieren wir eigentlich? Warum diskutieren wir nicht mal über solche Sachen? Aber da ist die Presse nicht dabei und ich weiß warum. Weil die Presse, genau die Systempresse, ist von Ihnen allen. Die macht hier Druck gegen die AfD und macht Arbeit für sie. Ich fasse zusammen, Markus Söder bezeichnet AfD-Mitglieder und Wähler als Parasiten. FDP-Wahl, Waffenlobbyistin Strack-Zimmermann bezeichnet die AfD als einen Haufen, ich sag's jetzt mal nicht Kot, und alle Wähler als die Fliegen, die darum herumschwirren. Helmut Kohl wollte 1982 die Hälfte aller in Deutschland lebenden Türken mangels Integration ausweisen. Innenministerin Faeser will nur noch Ausländer einbürgern, die sich zu Israel bekennen, aber nicht zu Deutschland, und rückwirkend allen die Staatsangehörigkeit aberkennen, die das im Nachgang nicht machen.
Olaf Scholz vergleicht die AfD Remigrationspläne mit den Rassenideen der Nazis, fordert aber selbst im Oktober, wir müssen endlich im ganz großen Stil abschieben und wird damit selbst eigentlich zum Obernazi. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind auf jeden Fall keine Rassisten und die Entmenschlichung von Bürgern, die überlassen wir dann doch lieber Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eins noch zum Schluss. Halten Sie uns doch bitte nicht für so dumm, dass ich jetzt meine eigene ausländische Frau abschiebe oder der Kollege Scharfenort seine ausländische Frau abschiebt oder mein Fraktionskollege Mertens seine ausländische Frau abschiebt oder wer auch immer seine Frau abschiebt. Wir schieben dann doch lieber ganz demokratisch Sie ab, und zwar parlamentarisch bei den nächsten Wahlen, in den unverdienten politischen Ruhestand. Behalten Sie alle Ihren Krieg gegen die AfD. Wir behalten unsere Würde und unsere Moral und gewinnen ganz einfach die nächsten Wahlen. Vielen Dank. Herr Kirchner, Sie werfen hier wirklich Nebelkerzen, wenn Sie behaupten, dass das, was diskutiert, was besprochen worden ist, irgendetwas mit Verfassungskonformität zu tun hätte. Erinnern wir doch einmal daran, es ging um Deportation von Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund, in Länder, aus denen sie gar nicht kommen. Es war die Rede davon, ein Land in Afrika könnte dafür ausgewählt werden. Und nicht ohne Grund assoziiert das natürlich den sogenannten Madagaskar-Plan, der am Anfang stand eines wirklich sehr steilen Abhangs, den wir in der Geschichte schon einmal gegangen sind. Und wenn Sie davon sprechen, das Wort Deportation sei ja auch von Politikern anderer Parteien verwendet worden. Im Englischen gibt es die Unterscheidung nicht. Deportation, Abschiebung, Deportation ist ein und dasselbe Wort. Also es ist unredlich, wenn Sie da englische Übersetzungen verwenden. Sie können antworten. Ja, sehr gerne, Herr Präsident. Frau Richter-Aoki, es ist unredlich, wenn Sie auf Hörensagen von einem Korrektivbericht Sachen behaupten, die Sie überhaupt gar nicht wissen können, weil es nämlich keine ordentliche Quelle dafür gibt. Das ist so, ja. Na, wenn ich bei Ihnen so hinschaue, weiß ich nicht genau, ob das so ist. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, Herr Dr. Schmidt, mit was Sie sich Ihre Hose anziehen. Es gibt keine faktenbasierten Quellen für diese Aussagen. Es sind Behauptungen von Korrektiv. Und die können Sie gerne für sich benutzen. Ich benutze die für mich nicht, weil ich mit meinem Kollegen gesprochen habe und weiß, was dort gesprochen wurde. Da wurde nicht von Deportation gesprochen, da wurde nicht von Vertreibung gesprochen, von unseren Kollegen sowieso nicht. Und nun müssten Sie mir mal erklären, warum wir uns jetzt der Kontaktschuld bedienen müssen und die CDU nicht, wie viel mehr Leute auf diesem Treffen hatte, meine sehr geehrten Damen und Herren.